Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLiFE Universe Video, heute mit zwei neuen Events und eins davon ist sogar brandneu, die jetzt starten. Das eine ist das Giant Hunting Event, das läuft tatsächlich auch schon seit 0 Uhr. Und da bekommt man als erster Platz wieder den gleichen Umhang wie bei den letzten beiden Giant Hunting Events und als zweiter bis fünfter den gleichen Umhang wie bei den letzten beiden Giant Hunting Events, was im Endeffekt der gleiche Umhang ist, nur hier noch ein bisschen mehr Verzierungen und unter dem Wolfskopf mit dem Schild ist noch ein Schwert, irgendwie so. Genau, vom 23. Februar bis 9. März, also zwei Wochen. Upon hunting the Giants and Violence Monsters in the Overworld, you will obtain points for it. Also man muss Bosse töten, also Giants und Violets besser gesagt, und dafür bekommt man Punkte in einem Ranking. Das Ranking kann man über den Arena-Manager einsehen in jeder Stadt. Wenn man der Top-Ranked Flyth-Player ist, dann wie gesagt Nummer 1 kriegt den Special Cloak und die anderen in den Top 5 kriegen halt den ja, nicht ganz so Special Cloak. Und die Ranking-Rewards sind wie folgt, komplett anders als bei allen bisherigen Giant Hunting-Events. Und zwar sind es eigentlich nur noch Power-Ups. Also die beste Belohnung, fangen wir mal damit an, ist Upcut Stone, dann Upcut Stones mit Death Upcut Stones und ATK Upcut Stones, also die Element Upcut Stones in beiden Variationen. Eine Box, wo, meine ich, alle drin sind. Dann zweitbeste Belohnung wieder Upcut Stone, Activision, drittbeste Belohnung Upcut Stone, Vitaldrink Refresher Hold, vierte Belohnung, was für eine Überraschung, Upcut Stone, Common Bank, Rainbow Cotton Candy, Bullhamster, und gut, dann wird es schon relativ schlecht. Also die oberen sind dann fast schon nur noch Trostpreise, muss man sagen. Ich meine, Rainbow Cotton Candy ist zwar für sich ganz gut, aber ja, ist jetzt ja trotzdem jetzt nicht so heftig wie Protects zum Beispiel, meiner Meinung nach zumindest nicht. Und ja, hier gibt es aber einen neuen Zusatz, den gab es letztes Mal auch nicht. Also alle Items sind 10 gebunden, das ist sowieso klar, sieht man ja sowieso schon in der Tabelle rechts. Aber also du musst mindestens einen Punkt bekommen, das ist auch gleich. Aber die Rewards sind kumulativ. Das heißt, wenn du den höchsten Rang erreichst, also 0 bis 9% quasi, also wenn du in den Top 9% aller Spieler bist, von den Punkten her, vom Ranking her, dann bekommst du die Belohnung, die Belohnung, die Belohnung, die Belohnung, die Belohnung, die Belohnung, alle Belohnungen quasi. Deswegen haben sie die Belohnungen wohl auch deutlich schlechter gemacht, weil dann wäre es ein bisschen heftig, wenn man jetzt dann irgendwie, keine Ahnung, 35.000 Protects kriegen würde. Aber ja, die Belohnungen sind auf jeden Fall deutlich schlechter gemacht worden. Und das zweite Event startet jetzt erst am 24. Februar um 0 Uhr, also in einem halben Tag. Und das ist ein Stone Rain Event. Das ist sozusagen neu, ich mach's mal noch eine Stufe größer hier. Geht nur dieses Wochenende. Und alle normalen Monster sind wohl involviert, also vermutlich auch Bosse und Giants, aber grundsätzlich erstmal alle Monster auf jeden Fall. Wie gesagt, Freitag 0 Uhr bis Sonntag 23:59. Und der einzige Unterschied ist ja eigentlich, also was ist das für ein Event? Einfach alle Monster droppen zusätzliche Items. Und zwar folgende: Topaz Piece, Ruby Piece, Saphir Piece, Emerald Piece, Diamond Piece, also die 5 Juwelen Pieces. Und außerdem noch alle 5% Karten Pieces. In der 2-, 4- und 7% Variante. Das heißt, man kann theoretisch eine Lightning Card 7% droppen, wenn man 10 Pieces droppt. Und Power Dice 4, 6, 8 Pieces und Power Dice 10 und 12 Pieces. An für sich finde ich, ist das mal eine coole Idee. Ist einfach mal was anderes. Von den Belohnungen vor allem her. Das einzige Problem, was ich so ein bisschen damit habe, ist, also Stand jetzt, das kann sich natürlich mit dem Update ändern, diese Pieces sind komplett nutzlos, sofern du nicht 10 Stück davon hast. Also ich meine, du kannst sie ja dann andere Spieler verkaufen, was zumindest bei Lightning Card 7% Piece und bei Diamond Piece wahrscheinlich funktionieren wird und bei dem Power Dice vermutlich auch. Aber niemand wird dir wahrscheinlich im Vakuum Card 2% Piece abnehmen. Also gewisse Dinge hier aus dieser Liste sind vermutlich komplett nutzlos. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, wenn du zum Beispiel von allen Sachen keine 10 Pieces bekommst, dann bekommst du auch keine Karte. Also das heißt, du musst dann trotzdem entweder Pieces dazu kaufen oder deine Pieces verkaufen. Also ist so ein bisschen schwierig, weil diese Pieces halt wie gesagt momentan einfach keinerlei Funktion haben. Die gibt es eigentlich aktuell noch gar nicht. Das ist das erste Mal, dass es jetzt diese Pieces geben wird. Und das in einem dreitägigen Event. Das heißt, die meisten Leute werden es da wahrscheinlich nicht schaffen. Also Lightning Card 7% Piece wird wahrscheinlich extrem selten sein, so wie alle 7% Pieces. Also ich denke, der wird genauso selten sein wie jetzt eine 4% Karte oder vielleicht ein bisschen häufiger.
Aber du wirst jetzt nicht einfach so nach 2 Stunden Grind eine Lightning 7 kriegen, so wie viele Leute das schon wieder denken, dass das Event funktionieren wird. Natürlich wird das Event so nicht funktionieren, die wird sau selten sein. Und entsprechend wird es wahrscheinlich sehr schwierig, an eine 7% Karte oder wahrscheinlich sogar eine 4% Karte wird wahrscheinlich sogar schwierig werden zu droppen, wenn man nicht so ultra viel spielt. Und ja, also das ist halt so eine Sache. Und außerdem ein wichtiges Argument: Inventarplatz. Inventarplatz wird ein absolutes Problem dieses Wochenende werden. Wie viele Items sind das? 5? Dann 5 Karten mal 3, 15 und dann nochmal 5. Das sind 30 zusätzliche Items. 30 zusätzliche Inventarplätze. Die werden ja auch alle unter, vermute jetzt einfach mal etc. fallen, aber zumindest alle unter die gleiche Kategorie, würde ich jetzt mal vermuten. Oder zumindest alle Karten werden auf jeden Fall unter eine Kategorie fallen. Das sind 15 Inventarplätze, die du entweder ständig löschen musst, weil du willst ja den Lightning Card 7 Piece nicht verpassen. Den willst du ja nicht verpassen. Ja, das heißt, du musst das permanent aufheben. Also, ja, naja, mal schauen, wie das wird. Und zum Giant Hunting Event ist natürlich extrem schade, dass sie uns die Protects genommen haben. Das war halt ein cooles Event, wo man Protects tatsächlich auch grinden konnte. Ich verstehe ehrlich gesagt, warum sie es geändert haben, weil sie jedes Mal, nachdem das, also ich meine, das hat erst zweimal stattgefunden, aber weil sie nach beiden Events, ja, Leute bestrafen mussten, Leute bannen mussten, Leuten die Items löschen mussten. Es war eine Menge Mehraufwand mit dem Event verbunden. Also sie haben quasi das Event gestartet. Die Leute haben das Event nicht so gespielt, wie sie es sich vorgestellt haben. Also entweder abused oder zu viel gefarmt oder was auch immer, zu viele Accounts benutzt, was auch immer. Vollkommen egal. Auf jeden Fall haben die dann immer im Nachhinein quasi dann, ja, wie gesagt, dann Items löschen müssen oder Leute bannen müssen. Und ich vermute mal, das war dann einfach zu viel Aufwand. Und jetzt ist es halt einfach so, alles ist seelengebunden. Was natürlich vorher auch so war, aber ich meine, du kannst einen Upcut-Stone nicht benutzen und dann einem anderen Charakter geben oder so, was bei Products halt schon möglich ist. Also seelengebundene Products ist vollkommen egal, ob die seelengebunden sind oder nicht, kann man trotzdem benutzen. Und ich denke mal, das war ihnen einfach zu blöd. Und jetzt haben sie es halt so gemacht, dass es Belohnungen sind, die deinem Charakter wirklich was bringen, aber halt nur deinem Charakter. Und sie sind halt auch seelengebunden und nicht accountgebunden. Das heißt, ja, du hast davon wirklich eigentlich gar nichts, das Event mit mehr als einem Charakter zu farmen, wenn du nur einen Charakter richtig spielst. Klar, vielleicht als Backup mal sammeln oder so, wenn man irgendwann anders einen Charakter spielen möchte, aber dafür sind die Belohnungen dann wiederum gar nicht gut genug, weil um in die Top 9% zu kommen, gut, wird bei dem Event wahrscheinlich relativ leicht werden, weil es wahrscheinlich viele Leute nicht farmen werden, aber grundsätzlich ist das gar nicht mal so einfach, also muss man auf jeden Fall schon ein paar Giants töten, um da reinzukommen. Und ja, also ich finde es persönlich trotzdem, wie gesagt, ein bisschen schade, also ich denke mal, mit solchen Problemen kann man auch anders umgehen. Man hätte zum Beispiel Protects nur für den Top-Rank und nur für die 3 Top-Ranks geben sollen und aufhören, Protects für die extrem Low-Ranks zu vergeben. Das wäre auch eine Idee gewesen, wie man dieses Abusing ein bisschen zumindest eindämmen hätte können. Und ja, aber gut. It is what it is. Das sind auf jeden Fall die neuen beiden Events. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Live-Universe-Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.